Hallo, liebe Pico-Freunde. Meine Mitarbeiterin hat ja den Weg nach China schon ins Netz gestellt als ersten Teil und die Reaktionen haben mich sehr verblüfft. Es haben sehr viele geantwortet, es hat sehr vielen gefallen, einige haben auch was kritisiert. Also zunächst möchte ich mich erstmal für Ihr Interesse bedanken, dass Sie in unseren entsprechenden YouTube-Kanal reingeschaut haben und mich auf meiner Reise begleitet haben. Heute möchte ich gerne also dafür erstmal Dank sagen und zum anderen vielleicht die eine oder andere Frage, die von Ihnen gekommen ist, beantworten. Eine Modelleisenbahn herzustellen, dass die sauber fährt, dass die nicht entgleist, dass die keine Ruckler hat, ist nicht so ganz so einfach, das ist nicht trivial, sondern man muss da sehr viele Tests machen und manchmal dauert es ein, zwei Monate. Man kann trotz dem, dass man sehr viel Erfahrung hat, immer wieder was Neues lernen und es ist jedes Modell eine Herausforderung, weil es gibt andere Zusammenhänge, andere mechanische Zusammenhänge, elektronische Einflüsse. Gerade bei einem solchen Zug wie dem ICE4 ist das sehr problematisch und ich glaube, dass wir hier, wie Sie ja auf den anderen Videos schon gesehen haben, ein tolles Modell gemacht haben, was auch super läuft und ich bin da eigentlich sehr zufrieden. Dann kam ein Hinweis darauf, ja, er mag keine Produktion aus China. Wir haben uns vor 11 oder 12 Jahren entschieden, hier ein eigenes Werk aufzubauen. Wir haben sehr viel Geld investiert. Wir haben fast 500 Mitarbeiter, nein, halt insgesamt haben wir 500 Mitarbeiter. Wir haben hier ungefähr 350, 360 Mitarbeiter in China. Wir haben eine deutsche Firma. Das ist das Eigentum von Pico Sonneberg. Nicht das Gebäude, aber alles, was in dem Gebäude drin ist. Wir haben hier viel Geld investiert, mehrere Millionen. Wir haben Standards, die also deutschen Standards entsprechen, sowohl was die Arbeitssicherheit anbelangt, auch was die sozialen Bedingungen anbelangt. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die irgendwo auch vielleicht als eine gewisse Art von Erhöhung einer Lebensqualität in einem doch noch zum Teil im Entwicklungsstadium befindlichen Land wie China gesehen wird. Ich sehe das also durchaus positiv. Auf der anderen Seite hat es auch dazu geführt, dass wir in Sonneberg eine sehr stabile Mitarbeitermannschaft haben konnten über die Jahre. Ich bin da eigentlich sehr froh. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir diesen Schritt nach China vor 12 Jahren nicht gemacht hätten, ob es dann in der Konstellation Pico noch so geben würde. Ich glaube, wir haben hier was Tolles auf die Beine gestellt und ich bin sehr froh, dass meine chinesischen Mitarbeiter hier gute Qualität leisten, sehr zufrieden sind. Wir haben einen relativ hohen Anteil an Mitarbeitern, die jetzt schon über 10 Jahre dabei sind, was auch nicht ganz normal ist, aber ich glaube, dass das eine ganz tolle Geschichte ist. Dann möchte ich eigentlich damit abschließen, mich nochmal bedanken und ich werde Ihnen anschließend vielleicht in den nächsten Tagen noch ein paar Aufnahmen machen von einigen anderen Produkten, die Sie vielleicht dann hier schon mal sehen können, wie die in der Entwicklung stehen. Vielleicht macht das ja auch ein bisschen Spaß. Okay, herzlichen Dank, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.